Im letzten Video hatten wir das zweifelhafte Vergnügen, mit unserem Expeditionsmobil auf der Autobahn liegen zu bleiben und der ADAC musste uns retten. Den Link dazu habe ich euch oben eingeblendet. In diesem Video Offroad-Training mit dem Expeditionsmobil auf einem Unimog-Testgelände. Wenn man keine Ahnung von irgendwas hat, besucht man am besten mal ein Training. Dieses Training geht über anderthalb Tage. Freitagabends waren so einige Stunden Theorie, was macht eine Differentialsperre, was macht eine Mittelsperre, was macht ein Untersetzungsgetriebe, welchen Einfluss hat der Reifendruck aufs Fahren im Gelände, welche Gangwahl mache ich, dann war auch die Frage, was haben wir für ein Fahrzeug, was erwarten wir von dem Kurs und so weiter. Am nächsten Tag war dann Praxistraining. Ging vermeintlich trivial los auf einem schrägen Schotter-Waldparkplatz, auf einem abgesteckten Hütchenparcours, der war 3 Meter breit, in einem Doppel-S bergauf zu fahren und das Ganze dann wieder rückwärts. Das hört sich jetzt einfach an, ist aber nicht so einfach, wie man glaubt, weil an der A-Säule, also auf unserer vorne rechten Seite, sieht man eigentlich nicht viel. Man muss da nach Gefühl fahren und wir hatten zu Anfang etwas Schwierigkeiten, weil unsere Spiegel auch falsch eingestellt waren. Und im Idealfall sieht man sein Hinterrad im Spiegel, sodass man dann auch die Einlenkpunkte weiß, wann man an welchem Hütchen vorbei ist und dann auch geeignet lenkt. Die zweite Station an dem Training war dann eine kleine, steile, geteerte Teerstraße. Da haben wir simuliert Anfahren am Berg, vorwärts und rückwärts. Dank unseres Automatikgetriebes war das jetzt kein größeres Problem, weil wir keine Kupplung haben, wir müssen eigentlich nur bremsen und Gas geben. Da ging es darum, mit dem Fahrzeug vorwärts hoch, rückwärts runter, mit dem Fahrzeug rückwärts hoch, vorwärts wieder runter und das Ganze dann nachher noch mit dem eingelegten Untersetzungsgetriebe und den Einfluss der Motorbremse beim Runterfahren. Indem man das Fahrzeug in den ersten Gang zwingt, war für uns jetzt nicht so die Herausforderung, weil das ein Automatikgetriebe ist. Die dritte Station war dann ein Testgelände einer Firma, die Spezialaufbauten für Unimogs herstellt. Und der Volker, der Trainer, hat dieses Gelände mitdesignt. Das ist klein, aber fein. Das hat Rampen, Schrägfahrten, Verwindungsstrecken und das Allerbeste ein Wasserbecken. Da habe ich gleich gefragt, ob ich da durchfahren darf. Die erste Übung war dann das Fahren auf der Verbindungsstrecke. Sieht im Prinzip so Hügel, die so gegensätzlich gebaut sind und keine Ahnung, halber Meter, Meter irgendwie hoch. Und das ist Wahnsinn, wie sich das Fahrzeug da verwindet. Dank unserer Wippenlagerung war es kein Problem. Alle 4 Räder blieben immer am Boden. Das sieht nicht gut aus. Und guck dir mal an, man weiß jetzt auch, warum der Profi ist, dass er nämlich die Stoßstange innen angeschrägt hat. Das hatten wir uns am Anfang auch gefragt. Die wäre nämlich jetzt, die hätte ein gepflegtes Loch gebohrt, ne? Ja. Der erste Kollateralschaden war im Prinzip, dass es den Verbindungsschlauch zwischen Fahrerhaus und Kabine aus der Verankerung gerissen hat. Das ist kein größeres Problem, den kann man einfach mit dem Gummihammer wieder reinkloppen. Die hochgeklappte Stoßstange kommt in extremem Gelände wie solchen Verwindungssituationen der Kabinenwand ziemlich nahe. Und in der Szene haben wir uns dann auch gleich die erste Beule in unserer Kabine geholt, weil die Stoßstange gegen die Kabinenwand gestoßen ist.
Was hier fehlt, ist eine Zwischenstufe für unsere Stoßstange. Also die geht im Moment nur ganz unten oder ganz oben und wir müssten uns noch zwei Löcher bohren lassen, sodass man die auf halber Höhe montieren kann. Im Folgenden haben wir es dann mal probiert mit runtergeklappter Stoßstange, wie es im Straßenbetrieb ist. Kommt allerdings dann die Stoßstange den Hügeln sehr nahe, was am Ende auch nicht gesund ist. Also es fehlt faktisch einfach eine Zwischenbohrung an dieser Stoßstange. Die nächste Übung war dann Fahren mit dem Fahrzeug auf eine Rampe. Wenn man drin sitzt im Fahrzeug, sieht man ab einem bestimmten Punkt nur noch Himmel. Wir haben eine Neigungs-App auf dem Handy installiert und haben die mitlaufen lassen. Das waren hier so ungefähr 12 Grad. Das sind nur 15 Grad. Das glaubt man nicht. Die nächste Übung war dann Schrägfahren mit dem Fahrzeug. Die Neigungs-App hat hier so ungefähr 20 Grad angezeigt. Da kann man sich noch relativ gut auf dem Sitz halten. Ich habe mal ein Video gesehen, wo sie einen Unimog, der etwas höher war, baut durch die Portalachsen, mit einer Expeditionskabine auf eine Schrägrampe montiert haben und dann so lange die Neigung verändert, bis das Fahrzeug anfing zu kippen und der war so bei 32, 33 Grad fing der an zu kippen. Jetzt ist im Gelände halt so, dass noch die Fahrdynamik dazu kommt, also wenn dann bei, sagen wir mal, 20, 25 Grad noch ein Stein da liegt und das Fahrzeug da drüber fährt, federt es ja ein, federt es wieder aus und dann kann es sein, dass es dann so einen Moment gibt, der dazu führt, dass das Fahrzeug dann trotzdem kippt, obwohl es halt signifikant weniger als 30 Grad hatte. Also ich denke, so 20, 25 Grad geht, darüber wird es dann ungemütlich. Alter Schwede, braucht leider noch ein bisschen länger. Die Karre steckt hier richtig im Dreck. In der Zwischenzeit, wenn ihr euch nützlich machen wollt, dann könnt ihr wenigstens vorne rechts mal auf den Abonnieren-Knopf drücken. Ich muss noch ein bisschen weiter graben hier. Nächste Übung war dann eine Schrägrampe rauf und wieder runterfahren. So sieht es dann aus, wenn man nicht weit genug ausholt, dann bleibt man nämlich im Hinterrad an einem Stein hängen. Der Niveauunterschied hier war so 1,50 Meter bis 1,80 Meter. Das sieht jetzt auf dem Video etwas flacher aus, als es in Wirklichkeit war, weil die GoPro durch das Weitwinkel das stark verzerrt. Bei den ganzen Übungen hatten wir das Untersetzungsgetriebe eingeschaltet, damit wir im Gelände möglichst langsam fahren können. Zusätzlich haben wir öfters mal die Mittendifferentialsperre verwendet, um einfach mal zu gucken, ob das einen Effekt auf die Fahreigenschaften des Fahrzeugs hat. Beim 20. Mal rein- und rausmachen blieb das Licht an und wir waren uns nicht sicher, ob die Sperre jetzt noch drin ist oder ob das einfach nur eine Fehlanzeige vom Licht ist. Das kommt dann später nochmal. Die nächste Übung war dann Rampen bauen, damit man leichter auf große Steine hochkommt. Man sieht hier in der Szene, wie aus vermeintlich relativ viel Bodenfreiheit dann ganz schnell recht wenig Bodenfreiheit werden kann, wenn man halt mit den Rädern zwischen einem großen Steinblock steht. So sieht's gut aus. Schön langsam, langsam. Guck mal. Schön langsam. Und am Ende durfte ich dann endlich ins Wasserbad, da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut.
Man fährt das halt auch an mit eingelegtem Untersetzungsgetriebe, fährt die Rampe runter und hängt dann vorwärts im Gurt und sieht, wenn man nach unten guckt, eigentlich nur noch Wasser und ist sich 100% sicher, dass man da reinfährt, da drin bleibt und nie wieder rauskommt. Faktisch war das aber so, dass das für das Fahrzeug überhaupt kein Problem war. Hinten war noch so ein bisschen die Frage, setzt die Stoßstange auf oder nicht, wegen dem Rampenwinkel. Hat aber gut funktioniert. Sehr locker runter, vorwärts, rückwärts und im Rückwärtskrieggang wieder raus. Überhaupt kein Problem, war richtig klasse. Nach der Übung war das Training dann vorbei. War didaktisch super aufbereitet, von schwierig auf dem Waldparkplatz über diese Anfahrübungen danach bis auf das Unimog-Testgelände. Hat total viel Spaß gemacht, kann man wirklich jedem nur empfehlen. Wir erinnern uns, da war noch diese Geschichte mit der Leuchte vom Mittendifferential. Der Volker hat uns dann nachher entlassen und gemeint, ja, fahrt ihr mal auf die Straße und fahrt mal so ein bisschen hin und her. Das hat sich wahrscheinlich nur verklemmt, weil das bei den Feuerwehren relativ selten verwendet wird. Und wenn das so 30 Jahre lang kaum verwendet wird, kann das sein, dass das so ein bisschen verrostet ist und klemmt. War leider nicht so. Also Kurvenfahren mit einer eingelegten Mittendifferentialsperre macht keinen Spaß, weil das gibt Geräusche von sich, das Getriebe. Das ist echt nicht mehr feierlich, da denkt man, die Karre fällt auseinander. Der Volker kannte dann ein LKW-ADAC-Niederlassung. Ihr wisst ja, im letzten Video hatten wir ja schon Bekanntschaft gemacht mit dem ADAC wegen unseres Tankproblems. Und dann haben wir uns also in die nächste Ortschaft geschleppt und versucht, dort Hilfe zu bekommen. Aber samstagabends geht da nichts. In der Szene sieht man da vorne jetzt so einen Apfelbaum. Und bei der Gelegenheit haben wir uns an diesem runterhängenden Ast auch noch die LTE-Antenne abgerissen. Dann war die Entscheidung, wir fahren zum nächsten Mercedes-Händler und fragen da mal an. Und da sind wir dann auch hin. War dann allerdings so, dass da abends um 6 auch keiner mehr da war. Das heißt, der Trip war zu Ende an dieser Stelle. Und wir haben das Fahrzeug stehen lassen, haben uns abholen lassen. Die Mercedes-Niederlassung hat dann nachher montags sich das Fahrzeug angeschaut und es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich nur ein oxidierter Pneumatikbolzen war, der da die Sperre aktiviert. Ich hatte die dann noch gebeten, einen Getriebeölwechsel zu machen und sich anzugucken, was für eine Qualität das Öl hat, das da rauskommt. Wenn man da Späne findet, ist das ein Hinweis darauf, dass man sich das Getriebe zerstört hat und dann halt Folgeschäden entstehen bis zum Totalausfall. War glücklicherweise aber kein Getriebeschaden. Der ganze Spaß hat uns dann 400 Euro gekostet, aber dafür sind wir jetzt wenigstens sicher, Auto funktioniert. Wir müssen auf unseren nächsten Reisen dann den Verschleiß an unserem Fahrzeug, wenn es geht, deutlich reduzieren. Wir erinnern uns, rausgerissener Verbindungsschlauch, Beule in der Kabine, blockiertes Mittendifferential und die abgerissene LTE-Antenne. Wenn wir das weiter so machen, dann ist die Karre in einigen Jahren einfach Schrott. Was gibt es im nächsten Video? Ich mache euch mal was völlig Harmloses. Ich bewege das Fahrzeug nicht. Wir machen einfach eine Roomtour. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst schon, Kanal abonnieren, Glöckchen, Likes etc. Wir freuen uns. Bis demnächst.